Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Volkmar dem Grimmigen. Ja, mal wieder ein Ork-Problem. Oh, kann mal bitte jemand den Kammerjäger rufen? Ja, der Kammerjäger könnte vielleicht sogar tatsächlich Imperator Karl Franz sein. Der ist nämlich jetzt tatsächlich für uns verfügbar. Weswegen ich jetzt ernsthaft darüber nachdenke, ihn vielleicht sogar zu rufen. Wir machen jetzt auf jeden Fall auch ganz, ganz gut Kohle. Das hat sich jetzt hier, wie ich finde, positiv entwickelt. Mal, wie ich hier laufen muss. Was, wir machen das eigentlich ganz einfach. Wir gehen hier tatsächlich den aquatischen Weg. Das ist jetzt hier so mein Gedanke. Lasst uns einfach hier wirklich den Marienweg gehen, hier Richtung Talapheim. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen weniger Stress. So, apropos Stress. Ich möchte hier natürlich noch Dinge ausbauen. Das hier wäre natürlich auch noch eine Idee, aber wir haben jetzt inzwischen so viel Kohle, dass wir uns ernsthaft hier etwas leisten können. Die Reichsgardisten wären da möglich. Hier kann ich noch einen Kampfzauberer. Ich brauche auf jeden Fall die Altdorfer Konklave, ganz im Ernst. Das Ding ist absolut ein Must-Have. Dann haben wir nämlich endlich mal einen Kampfzauberer. So, und ich möchte hier natürlich noch das da reingebaut haben. Wobei, nee, lasst mal überlegen. Übersreik. Ja, Übersreik ist jetzt ein gefährdeter Ort. Bleib jetzt mal dabei, dass ich hier nochmal Einheiten rekrutieren möchte. Die sind nicht dazu in der Lage, hier noch einen Angriff zu starten und ihn zu gewinnen. So sehe ich das zumindest momentan. Einem Turn ist hier nochmal eine Tech fertig. Ich will mal überlegen, ob ich jetzt hier mal... Ach nee, ich habe gerade eben die Punkte, die ich will. 1000 nämlich. Und die kann ich jetzt hier gerade eben nicht mehr konföderieren. Na, ich verliere halt jedes Mal imperiale Autorität, wenn ich konföderiere. Das heißt, wir müssen das exakt im Auge behalten. Sonst fällt uns da was auf die Füße. Mhm. Da ist schon mal irgendwas Feindliches. Ich weiß, das ist, glaube ich, ist das eine Rebellionsarmee? Das müsste eine Rebellionsarmee sein. Ist das eine Talapheim-Rebellionsarmee? Ich weiß es nicht. Wenn das der Fall wäre, ja, sie haben sich jetzt hier auf jeden Fall von Talapheim entfernt. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich Talapheim bekomme. Und wenn ich dafür einen Krieg mit den Vampiren eingehen muss, dann muss ich das halt. Guck mal, wer da ist. Ja, dann legen wir mal los. Ich glaube nicht, dass diese Orks dem guten Gottreck gewachsen sind. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, ey. Aber schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall noch mal ein paar von den Jungs hier, das ist wichtig. Wir sollten auf gar keinen Fall diese Schlacht verlieren. Also, Contenance und Konzentration. Ich möchte auf jeden Fall hier einigermaßen safe stehen. Ja, das machen wir so. Er dahin. Und er dahin. Sollen sie doch kommen. Da kommen schon die ersten. Streitwägen, Goblin-Streitwägen. Da drüben haben wir Ork-Wildschwein-Streitwägen. Das sind einfach nur Ork-Wildschwein-Reiter. Komm, ich lock sie mal jetzt echt hier in diese Richtung. Ich zeig absichtlich mal was Schwaches. Für so ein Armbrustschützen. Das ist der Plan. Jetzt hier einfach mal auf sich aufmerksam machen. Winzig kleinen Truppe. So, ich hoffe, dass ich da rankomme zum Schießen. Der Feind hat auf jeden Fall schon, wie es aussieht, was vor. Nee, da kann ich nichts machen, okay. Übrigens, da kann ich mich echt hinstellen, ne? Da kann frontal keiner angreifen, wie ich gerade eben realisiere.
eigentlich ganz praktisch, kleine Vorsprünge zu benutzen. Awaiting orders. Yes. Ich warte jetzt hier natürlich auf den richtigen Moment. Yes, sir. Take the ground. Flagellants. Na, seid ihr überrascht? Ihr miesen kleinen Orkse. Crossbowmen. Swordsmen. Strike. We serve the Emperor. So, jetzt geht ihr dahin. Aufstellung. Sigma, I will. Budget. Sigma guides us. Gertrud. Die, filth. Sigma guides us. Go. So, jetzt schicke ich die darüber. Wow. Ja, das ist schon ganz schön Schaden genommen. Da bin ich ja gerade eben schon geradezu überrascht. Helden hier wegmachen. Oh, und diese dämlichen Streitwagen, die heizen da in uns rum. Die erste Einheit flieht schon. Der Tod, jawohl, der erste Held ist tot. Ich verstehe nicht, wie Gotrek hier gerade eben so viel Schaden nehmen kann. Verstehe ich wirklich nicht. Der rennt jetzt hier erstmal weg, der eine Typ. So, jetzt nehmen wir den General von ihnen raus. Ja, ich hole die Swordsman mal wieder zurück. Die haben sich hier gesammelt. Der Gen von denen flieht ebenfalls. Jawohl, der ist down. Kommt der nächste von denen, auf den ich keinen Bock habe. Komm, Gotrek, Felix, tötet ihn. Da rennt schon wieder einer weg. Hat Gotrek ihn? Gut aus, jawohl. Dann drauf. Dann immer feste drauf. Eieiei, ich bin mir nicht sicher, ob das hier was wird. Wir ziehen uns jetzt hier zurück. Die rennen weg, die werden jetzt hier totgeschossen. Ja, die Situation um Gotrek gefällt mir gerade eben gar nicht, muss ich zugeben. Komm doch hier rüber, Junge. So. Die haben sich leider hier nochmal gesammelt. Jetzt geht es nur darum, diese Schwarzorks zum Teufel zu jagen. Okay, umdrehen. Komm!
Jetzt, wo wir die Schwarzorks hier erledigt haben, haben wir eine realistische Chance, dass das hier noch was werden könnte. Hier sind nur gebrochen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie zerstört sind. Selbes gilt hierfür. Ach, come on, jetzt schießt, 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 schießt. My axe bursts. Spring. Die haben sich ja schon wieder gesammelt, ey. Death Seeker. Ah, sie wanken, sie wanken, sie wanken. Armilos. Na also. Gut. War knapper als gewollt. Kann ich an der Stelle nur mal betonen. Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert, was Gotreks Performance hier angeht. Der war ja schon ziemlich schnell sehr down. Aber ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt ein, jetzt ihn hier großartig mit Items zu equippen. Weil nach meiner persönlichen Erfahrung habe ich den jetzt halt einmal gehabt und ich habe ihn niemals mehr nochmal bekommen in einer laufenden Kampagne. Gegebenermaßen bin ich aber froh, dass das hier gerade am Anfang da war. Denn der Anfang ist sehr entscheidend gewesen für uns. Aber natürlich haben sie es hier wieder versucht, ne? Sie haben es hier versucht, diese miesen kleinen Grünhäute. Wir haben zwei Einheiten wieder verloren. Die jetzt erstmal wieder herbekommen muss. Aha, wir werden hier geplündert. Irgendwelchen Skaven. 10% mehr Einkommen ist erforscht. Wow, er hat den Boten bekommen. Und die Klingenstandarte. Ja, die werde ich ihm direkt mal gleich wieder abnehmen. Aber eines nach dem anderen. Warte mal, hier habe ich auch nochmal einen Helden. Der hat ein Level Up. Geh mal hier auf. Er ist nicht gut ausgestattet, der Junge. Ich könnte natürlich auch erstmal jetzt hier diese Mission machen. Komm, wir gehen erstmal kurz mal da rein. Why not? Komm, wir machen das jetzt einfach mal ganz, ganz kurz, Leute. Dann haben wir das gemacht. Das ist offiziell ein Hinterhalt, aber ich glaube, wir gewinnen das easy. Die Machtverhältnisse sind klar gerade eben dargestellt gewesen. Wenigstens unsere Einheiten sind für Hinterhalte anfällig. Dadurch, dass die meisten unserer Einheiten halt echt unerschütterlich sind, sollte das kein Problem sein. Ach nee, wir sind der Hinterhaltende. Ja, das ist ja umso witziger. Toll. Okay. Von falschen Grundvoraussetzungen ausgegangen. Ich dachte, wir werden angegriffen. Ja, Spiel, du musst es mir jetzt aber auch nicht unnötig leicht machen. So. Ach, man nimmt, was man kriegt, ne? Oh. Dahin. 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 Natürlich stellen wir den hier einen Panzer in den Weg, so gehört sich das. Artillerie stellen wir da oben hin. Kavallerie stellen wir da hinten hin. Die stellen wir da hin. Und ganz so, als ob sie es, als ob sie es hätten sehen müssen, stehen wir da oben. Okay. Möge es beginnen. So, die Ritter rein, den Panzer dahin. Gehen da noch mit hin. So.
glaube, das ist eigentlich schon vorbei. Ach, da kommt noch was. Da hinten kommt was. Okay, dann soll ich daraus hier vielleicht doch nochmal die Nummer 1 machen. Was sind denn das, was da kommt? Toliere. Ihr verfolgt die ja einfach jetzt, würde ich sagen. Schwertkämpfe. Ich ziehe die gerade mal wieder raus. Ja, die Verbannung kann ich jetzt halt hier leider nicht machen. Das ist zu weit weg. Ach, wie lustig. Der Mörser bolzt da gerade ganz gut rein. Und rein in die gute Stube. Das war's schon. Okay. Also ich sehe schon, das hätte ich deutlich früher machen können. Haben wir aber nicht. Frage mich jetzt ernsthaft, ob wie lange die eigentlich hier noch kämpfen wollen. Ach, da ist ja noch der General von denen. Ja, der ist, glaube ich, der Hauptgrund, weswegen hier überhaupt noch gekämpft wird. Das waren gerade eben unsere Silberschützen hier. Ja, GG. Und dann wird der auch nicht mehr wollen, jetzt wo seine Männer weg sind. So. Und vorbei. Ja, gewonnen. Immerhin haben wir jetzt mal eine dieser Missionen gemacht. Auch wenn sie extrem einfach war. Also die Qualität oder besser gesagt die Schwierigkeit der verschiedenen Storyline-Missionen, die geht ja schon brutals auseinander in dem Spiel hier. Finde ich immer wieder faszinierend, wie die immer wieder ganz, ganz krass auseinander geht. Da war ernsthaft eine Raketenlafette? Der habe ich aber, glaube ich, nicht viel Zeit gegeben, Dinge zu tun, oder? Die war, glaube ich, in dem Pulk mit drin. Hat überhaupt nichts gemacht. Ja, aber eigentlich ist es eine Armee, die kann richtig viel Schaden machen für ihre geringe Größe aufgrund dessen. Ja, Gönnung. So. Moving. Ja, also, jetzt ist es passiert. Wir haben einen Kampfzauberer bekommen, bekommen nochmal 200 Prestige und die behende Klinge. Oh Gott, was habe ich denn hier bekommen? Ich habe ernsthaft einen Lichtmagier bekommen. Ja, Lichtmagier sind jetzt nicht das, was ich gerade eben aktuell so richtig feiern würde. Nee. Momentan nicht so begeistert von. Okay, ich mache jetzt hier Bastion des Glaubens. Defender of the Faith. Kehre wieder hierhin zurück. Ja, was mache ich jetzt mit dem Typen? Nein, ich vielleicht ihn da anwählen. Oh, echt jetzt? Nee, ganz im Ernst. Den kicke ich sogar wieder raus. Den will ich nicht. So, übers Reich braucht noch einen Turn. Und ich hole mir hier nochmal ein paar von denen hier zurecht. Wobei, ja, ein paar Fernkämpfer.
Es geht jetzt erstmal hier nur um eine Budget-Armee, ne? So? Ja, Sigma-Priester sind jetzt nicht unbedingt die besten Agenten im Felde, wenn es darum geht, andere Armeen zu belästigen. So, wir haben Getreidespeicher, 10% mehr Einkommen aus Hauptkettengebäuden. Jetzt kann ich nochmal 10% mehr aus Handel machen, aber das bringt mir nicht viel. Was mir mehr bringt, ist das da, Rekrutierungskosten senken und so weiter. Und hier, ich könnte Grünburg auf Level 3 bringen. Das ist an und für sich gar nicht schlecht. Und hier nochmal ein bisschen mehr Einkommen. Und übers Reich mehr Einkommen. Und jetzt einfach hoffen, dass... Naja, die schaffen das nicht. Jetzt hier nochmal angreifen würde. Das ist der große... Die große Preisfrage. Gewinnt der das? Laut Spiel ein Kampf komplett auf Augenhöhe. Puh. Großes Risiko. Wir probieren's. Und sei es bloß darum, dass die hier nochmal ordentlich einen auf die Finger bekommen. Sie haben de facto nur Fernkämpfer. Ich muss halt den Helden töten und den Gen eventuell und dann und dann ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Mal, ob die KI sich hier verarschen lässt. Ich glaube nicht, dass sie sich verarschen lässt. Geh mal ran an den Speck. So, wir killen jetzt erstmal den Typen da. Go, 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 go. Ich hab grad gesagt, du sollst da angreifen. Das ist halt ein Problem, dass sie sehr viel Beschuss haben. Der ist schon tot. Mhm. Drei, zwei, eins und... Gucken wir halt einfach, dass wir die irgendwie erledigt bekommen, ne? Gleichzeitig den General ausschalten. Hier nicht zu irgendwas kommen lassen. Schwarzorks sind zu wenige, um sich gegen diese extrem starken Flagellanten... Die haben halt echt 50 Waffenstärke. Das muss ich mal vorstellen. Das durchzusetzen. Ja, der rennt jetzt hier schon weg. Zack. Ja, lass ihn ruhig nochmal zurückkommen. Der ist zerstört. Der kommt nicht mehr. Okay. Der kommt nicht mehr. Der will nicht mehr. Bin völlig in Ordnung. Da sind nur noch drei. Gebrochen. Zerstört. Jetzt verfolgen wir die auch noch weiter. Guckt euch das mal an. Wie die hier glatt Kurven laufen, ne? Das
darf echt nicht wahr sein. Bäh, Hilfe. Auch den irgendwie den Weg abschneiden können. Geht ja nur darum, jetzt hier den Army-Loss herbeizuführen. Na? Mit dem Streitwagen da, mit den Nahkämpfern da rein. Was ist denn er? Kann mit da noch rum, okay. Guck mal, wie die KI da sich versucht, rumrum zu mogeln. Um meine automatische Bewegung auszunutzen. Also wenn das jetzt hier meine wären, wären die jetzt schon stehen geblieben. Wegen Nahkampfkontakt. Ich sag's ja nur. Wahnsinn. Kommen sie sich hier entgegen. Los. Versuch die jetzt hier abzufangen. Eh die größere Truppe hier. Der blanke Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Und zerstört. Wir werden gleich einen Haken schlagen, wie so ein Hase. Na also. Wir haben sie. Meine Fresse. Das war anstrengend hier. Gut, jetzt metzeln wir sie einfach. Und gewonnen. So, das war mir ein Bedürfnis, hier zu besiegen. Auch wenn wir deutlich mehr verloren haben, aber hey, es sind Flagellanten, Freunde. Die sind dafür da. Sterben. Und ich glaube, dass diese Truppe eigentlich jetzt hier ziemlich weg ist. Also diesen weg, der ist weg. Die sind nichts mehr gut, die sind auch nichts mehr gut. Ich bin echt überrascht, wie viel Schaden die Jungs hier gemacht haben von denen. Also die Goblin Bogenschützen. Get out of my sight. Ah, okay, die gesamte Truppe ist sowieso im Eimer. Gut. Kehrt mal wieder zurück. Hier nehme ich jetzt erstmal hier wieder die Klingenstandarte weg und das da. Brauchst du alles nicht, mein Bester. Und wir holen uns jetzt hier nochmal drei Fernkämpfer. Die hätten wir gerade eben durchaus gebrauchen können, Leute. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und ade.